Bei der Switch-Aufgabe müssen zwei Regeln im Arbeitsgedächtnis präsent gehalten werden. Sie sollen entweder die Aufmerksamkeit auf die Sportart lenken oder auf den farbigen Hintergrund. Bei den Sportarten handelt es sich um eine Mannschafts- oder aber um eine Individualsportart, die durch ein Sportgerät bzw. einen Ausrüstungsgegenstand symbolisiert werden. Die Mannschaftssportarten sind Handball, Hockey, Fußball, Basketball und Rugby. Die Individualsportarten sind Schwimmen, Ballett, Boxen, Leichtathletik, Radfahren und Tennis. Zunächst sehen Sie entweder das Wort Sport oder das Wort Farbe. In der Sportbedingung sollen Sie bei einem Symbol für eine Individualsportart die rechte Hand heben. Bei einer Mannschaftssportart heben Sie die linke Hand. Nach mehreren Wiederholungsdurchgängen ändert sich die Aufgabenstellung. In dieser Situation ist die kognitive Flexibilität gefordert. Sie werden feststellen, dass in dieser Situation Ihre motorische Antwort langsamer wird. Bei der Aufgabenstellung Farbe sollen Sie bei einem Bild mit blauem Hintergrund mit der rechten Hand auf den Tisch oder auf Ihren rechten Oberschenkel schlagen, bei einem weißen Bildhintergrund mit der linken Hand. Bei solchen Switch-Aufgaben ist für die Aufrechterhaltung der Aufgabenregel das Arbeitsgedächtnis gefordert. Beim Aufgabenwechsel brauchen Sie neben der Flexibilität auch die Inhibition.